Ich freue mich sehr, dass Sie in so großer Zahl hier zu uns gekommen sind, zur Antrittsvorlesung, und darf nur zwei, drei Sätze zur Thematik der Antrittsvorlesung sagen. Es ist für eine Universität etwas immer sehr, sehr Erfreuliches, neue Professorinnen und Professoren begrüßen zu dürfen, weil damit auch in besonderem Maße auch die akademische Vitalität sichtbar wird. Lehre und Forschung sind im Zentrum einer Universität und die Professorinnen und Professoren sind die zentralen Elemente im Bereich der Lehre und Forschung jeder Universität. Und daher sind wir sehr stolz auf jede Professorin und jeden Professor, den wir berufen dürfen. Daher sind wir auch sehr stolz, dass wir den Herrn Dr. Klestil auf eine Professur hier nach Krems berufen durften. Und das, wenn Sie so wollen, zelebrieren wir ein Stück weit diesen Stolz auch in den Antrittsvorlesungen. Ich freue mich sehr, hier stehen zu dürfen als Dekan. Ist das immer sozusagen ein Feiertag der Fakultät, wenn es einen neuen Professor gibt. Und da freue ich mich heute ganz besonders. Und noch besser ist dieser Feiertag, wenn wir ein neues Fachgebiet in unsere Fakultät inkludieren. Das bedeutet nicht nur die personelle Erweiterung, sondern auch die fachliche Erweiterung. Und an dem liegt uns sehr viel. Die Traumatologie ist ein wichtiges Thema und freue mich auch ganz besonders, Herr Dr. Griesner, als Leitung und Spitze der Spitalsholding hier zu sein, weil das hat uns in den letzten Jahren sehr beschäftigt. Mich auch, ich habe ein bisschen einen persönlichen Bezug dazu, weil ich die Gesellschaft für Orthopädie leiten durfte von 2011 bis 2013 und hier in einem Fusionsprozess involviert war und damit aber auch sehr viele Veränderungen der Spitalslandschaft verbunden sind. Und für uns war es ganz wichtig, hier diese Traumatologie auch in diesem Sinne an die Donau-Universität zu holen, weil sich das Fachgebiet der Orthopädie um die Traumatologie erweitert. Wir wollten ein neues Fach entwickeln. Die Gesellschaft ist älter geworden. Wir haben ganz neue Herausforderungen in der Epidemiologie. Die Verkehrsunfälle oder Unfälle sind deutlich weniger geworden, vor allem die Verkehrstoten, was wirklich ein Segen ist. Wir haben hier eine sehr positive Entwicklung. Die Freizeitunfälle sind viel mehr geworden. Also wir haben sozusagen ein ganz anderes Spektrum, das wir hier betreuen müssen. Und damit ist diese Fusion oder das neue Fach Orthopädie und Traumatologie im Sinne des Chirurgen, des Bewegungsapparates, ein ganz wichtiger Part geworden. Und wir haben den sehr früh Rechnung getragen. Wir haben auch hier an der Donau-Universität gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie einen Masterlehrgang entwickelt, einerseits in Orthopädie, andererseits in Advanced Orthopädik. Und damit war es natürlich auch wichtig, eine entsprechende kompetente Person hier an die Donau-Universität zu bekommen. Und das ist uns in einem sehr kompetitiven Verfahren, muss ich sagen. Es war ein wirklicher Kaliber der Unfallchirurgie hier angetreten und es freut mich sehr, dass Herr Universitätsprofessor Dr. Thomas Klestil sich hier durchgesetzt hat. Publikatorisch hat er 67 Originalarbeiten, Vorträge an die 200, Preise 6. Also ein sehr komplexes wissenschaftliches Oeuvre, Gesundheitswissenschaften, Risikomanagement, minimalinvasive Technik in der Orthopädie und Traumatologie, Knochenheilung und trabekuläres Remodeling, Biomechanik, sind seine wissenschaftlichen Steckenpferde. Er wird hier sicher sehr guten Anschluss finden, weil wir zum Beispiel in der Core Facility auch eine biomechanische Prüfeinheit bekommen mit Professor Bahr, einen wirklich versierten Biomechaniker. Also ich glaube, wir können ihm sowohl in Lehre und Forschung einiges bieten und ich denke, er ist hier sehr gut aufgehoben. Ich habe mir erlaubt, zu meinem Kernthema der Orthopädie und der Traumatologie ein bisschen einen Konnex zusammenzustellen, der Ihnen ein bisschen veranschaulichen soll, was eigentlich meine Motive sind, was mein tägliches Tun ist und warum ich den Stellenwert der Lehre und der Forschung auch in unserem Bereich der Knochenschlosserei, wenn man so will, als außerordentlich hoch betrachte. Ich habe vor 100 Jahren aus dem Jahr 1916 hier ein paar Bilder mitgebracht aus der Zeit, wo einer der Pioniere der Unfallchirurgen, Lorenz Böhler, mit der konservativen Knochenbruchheilung begonnen hat. Sie können sich vorstellen, diese eher qualvoll anmutenden Gipsverbände, diese Lagerungsextensionen im Bett bei hüftnahen Brüchen in der Regel, waren eine außerordentlich schwierige Angelegenheit. Es gibt keine eindeutige Statistik zu der Zeit,
Zeit vor 100 Jahren, aber man geht laut Literatur davon aus, dass der Schenkelhalsbruch, eine der häufigsten Verletzungen überhaupt, mit dem Leben nicht vereinbar gewesen ist vor 100 Jahren. Das Ziel damals ist aber das gleiche wie heute. Unser Bestreben ist es, Menschen, die sich verletzen, möglichst schnell wieder auf die Beine zu bekommen, möglichst rasch wieder sozial in ihrem Umfeld zu integrieren und wieder nach Möglichkeit an den Arbeitsplatz retour zu bekommen. Und da hat sich zwischen 1916 und 2016 doch einiges getan. Ich erlaube mir, die Rasanz dieser Entwicklung durchaus mit der Formel 1 zu vergleichen, wo sie mit dem Auto vom letzten Jahr heuer nicht mehr gewinnen können. Wir haben zusätzlich die Situation in Österreich, dass die beiden Fächer, die ich repräsentieren darf, nach einem offiziellen Beschluss im vergangenen Jahr zu einem neuen Sonderfach zusammengelegt worden ist. Und es ist für mich ganz bezeichnend, dass gerade die Donau-Uni als eine der Bundesuniversitäten die erste ist, die dem Rechnung trägt im Sinne der Weiterbildung und einen Masterlehrgang für das neue Sonderfach anbietet. Und das war der Grund, warum unter der Leitung von Herrn Professor Nehrer, der sozusagen aus der Orthopädie-Schiene kommt, es klar war, einen Lehrstuhl für Traumatologie in Ergänzung auszuschreiben. Und nach einem sehr langen und kompetitiven Berufungsverfahren freue ich mich sehr, dass ich im November letzten Jahres in diese Funktion berufen worden bin. Ähnlich rasant geht die Medizin voran, auch in unserem Bereich. Hier sehen Sie so ein Beispiel eines Schenkelhalsbruches, wo praktisch der Hüftkopf vom Schaft abbricht. Mit einer Steinbruchform ist es nahezu undenkbar, dass das allein schon statisch gut aufeinander Anschluss findet. Und hier sehen Sie einen Patienten 3 Tage, nachdem ihm eine Hüftprothese in einer minimalinvasiven Technik implantiert wurde. Im Vergleich zu den Extensionsbildern doch etwas wohltuend. Die nächste Folie werde ich sehr schnell durchlaufen lassen für die zart Beseiteten. Die Möglichkeit ist die Entwicklung und vor allem die minimale Invasivität, wo es möglich ist, heutzutage solche Operationen ganz gezielt mit sehr gering aufwendigen Schnitten und Zugangswegen zu implantieren und durchzuführen. Das ist technisch natürlich anspruchsvoller, als wie beim Metzger sozusagen großflächig alles zu eröffnen. Jeder kennt den banal gesprochen Händelhaxen vom Heurigen, den man auseinanderbricht. Wenn der offen vor einem da liegt und man schon von ihm gespeist hat, sieht man sehr gut, wie der zusammengehören würde. Wenn der von einem dicken Weichteilmantel bedeckt ist, der noch dazu blutig, verschwollen, ebenfalls verletzt ist, wird es schon sehr viel schwieriger. Und je offener so eine Verletzung dargestellt wird, umso leichter ist es zwar, die zu versorgen, aber umso größer sind die Kollateralschäden, die wir damit verursachen. Und deshalb geht die Entwicklung schon sehr danach, wie können wir eine maximale Wirkung erzeugen mit dem minimalsten Aufwand, mit dem minimalsten Risiko für Patienten. Hier am Schluss von dieser Übersicht wollte ich Ihnen noch auch zeigen, welche Rolle inzwischen die Interdisziplinarität auch im Bereich der Orthopädie, der Traumatologie eingenommen hat. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit der Radiologie zusammen. Die Radiologen sind nicht mehr diejenigen, die nur die Bilder befunden und betrachten, sondern das sind auch jene, die inzwischen aktiv in das Geschehen eingreifen. Wenn man genau schaut, erkennt man hier ein wenig, dass es sich um eine Beckenaufnahme handelt, nach einem Beckenringbruch. Was man in einem normalen Röntgen nicht sieht, ist, ob beteiligende Gefäßverletzungen schon oder nicht vorliegen. Mit Kontrastmittel-CT-Untersuchungen sieht man das. Und wenn so eine Blutung vorliegt, ist es relativ mit wenig Aufwand möglich, vergleichbar zu einer Herzkatheteruntersuchung oder zum Legen eines Stents, dass man auch ein blutiges Gefäß mit einem interventionellen Weinstoppel, wenn ich das so sagen darf, zum Stillstand bringen kann und die Blutung aufhört. Sie sehen, diese Entwicklung ist sehr rasant. Wir werden immer moderner, wir werden immer schneller, die Leute werden früher mobilisierbar. Aber das Ganze hat natürlich auch seine Haken und seine Tücken, das ist gar keine Frage. Und was man keinesfalls tun darf, ist überheblich zu werden und zu glauben, man sei unbesiegbar. Nach wie vor haben wir eine Sterblichkeitsrate alleine beim hüftnahen Bruch von 2-5%. Trotz aller modernen Techniken, nach wie vor ist die Gefahr vorhanden, so wie überall, wo Menschen arbeiten, dass einem auch Fehler unterlaufen. Und was, glaube ich, auch sehr verständlich ist, ist die Tatsache, dass je aufwendiger das operative Verfahren ist, umso höher ist auch der Anspruch an denjenigen, der das durchführt. Wir brauchen diese vielen Hilfsmittel, um das zu schaffen. Wenn das nicht der Fall ist, ist es besser, man geht nach einer konventionellen offenen Technik vor und nehmen nicht in Kauf, alle diese Faktoren
irgendwo zu gefährden. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass diese Entwicklungen und diese Implantate und die Verfahren natürlich auch mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden sind. Gleichzeitig ist es die Aufgabe der Politik, Aufgabe auch der Landeskliniken Holding, eine möglichst hohe Qualität an Behandlungsverfahren der breiten Masse der Patienten anbieten zu können, unabhängig davon, ob sie privilegiert oder weniger privilegiert sind. Und dazu ist es halt schon notwendig, bestimmte Maßnahmen zu setzen, die uns ermöglichen, hier trotzdem diese hohe Qualität anbieten zu können. Diese Entwicklungskosten und diese enorme Rasanz verursachen natürlich hohe Kosten. Und gleichzeitig stellen wir alle als Gesellschaft, als Gemeinschaft den Anspruch, dass wir allen Patientinnen und Patienten die aktuell bestmögliche Behandlung gewährleisten möchten. Also sind wir verpflichtet, Versorgungskonzepte zu entwickeln, gesundheitspolitische Richtlinien festzulegen, die es uns ermöglichen, diese hohe Qualität einerseits zu gewährleisten und andererseits zu vermeiden, dass es zu Kostenexplosionen kommt. Gerade das regionale Versorgungskonzept, das ich in den letzten 7 Jahren mitverantworten durfte, belegt, dass es sehr wohl möglich ist, diese enormen Gesundheitskosten zu halten, ohne dass es hier zu einer Explosion kommt. Wenn von der Personaleinsatzplanung über OP-Ressourcenverteilung, Schwerpunktsetzung und ähnliche Maßnahmen es möglich ist, hier trotzdem die Kosten in einem sehr überschaubaren Bereich zu halten. Das ist der gesundheitspolitische Aspekt, den ich dabei als relevant erachte. Von Seiten der Lehre und der Forschung ist es auch ganz klar, nur ein gezielt geförderter Nachwuchs wird auch unsere Beschwerden, unsere Verletzungen eines Tages suffizient behandeln können. Damit diese Dinge auch so funktionieren, ist es unsere Pflicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die richtigen Entscheidungen kann man nur treffen, indem man sich ausschließlich auf objektivierbare Entscheidungskriterien verlässt, wie die Bildgebung, wie Laborwerte, wie klinische Befunde, wie Erfahrungswerte. Und bei den Erfahrungswerten beginnt es, schwierig zu werden. Ich bilde mir ein neues Operationsverfahren irgendwo aufgeschnappt zu haben und führe das 10-mal selber durch. 8 Patienten sind zufrieden, kommen zu den Nachkontrollen und sind glücklich, 2 kommen nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit denen passiert, ob die jetzt zufrieden sind, ob die gestorben sind, ob die im Nachbarkrankenhaus sind und sich dort beschweren, das weiß ich nicht. Wir müssen daher uns weniger oder nicht nur auf das eigene Bauchgefühl verlassen, sondern auch evidenzbasierte Datenlage. Und die bekommen wir nur durch einen internationalen guten Austausch von Daten, von Studienergebnissen, von der Qualität prospektiver Multicenter-Studien. Und das ist der Grund, warum diese Grundlagenforschung auch im Bereich unseres Faches so einen außerordentlich hohen Stellenwert hat. Es gibt viele Studien zum selben Thema, die oft unterschiedliche Aussagen treffen. Das ist unsere Aufgabe und deshalb freue ich mich auch so, dass ich mich jetzt an dieser Universität in diese Richtung einbringen darf. Wie Stefan Nehrer schon erwähnt hat, sind meine Steckenpferde, wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben, die Organisation, das Risikomanagement, alle Prozessabläufe im Bereich einer so spannenden Aufgabe wie der Schaffung eines regionalen Versorgungskonzeptes. Andererseits die minimalinvasiven Techniken, die sich enorm weiterentwickeln in unserem Bereich und schlussendlich auch die Grundlagenforschung zur Biomechanik von Implantaten, zur Knochenbruchheilung, zum Remodeling von Knochen. Und besonders freue ich mich auch über die Tatsache, dass wir bereits in 10 Tagen am 11. April als meines Wissens erste Bundesuniversität in Österreich einen Masterstudienlehrgang für das neue Sonderfach Orthopädie und Traumatologie nicht nur anbieten, sondern auch, ich glaube, 22 fixe Teilnehmer bereits haben und übernächste Woche mit diesem neuen Sonderfach beginnen. Stefan Nehrer hat es gesagt, ich wurde teilweise sehr kritisiert, als ich der Meinung war, diese Fächer gehören zusammen. Ich bin sehr glücklich, dass das jetzt endlich auch in Österreich als letztes aller Länder der Welt passiert ist. Diese Fächer gehören zusammen. Dem Bewegungsapparat ist das herzhaft egal, welche Art der Versicherung seine Behandlung bezahlt. Der gerissene Meniskus, der arthroskopiert wird, ob das ein Unfall war oder degenerativ bedingt verursacht, macht weder einen
Unterschied in der Abklärung, noch in den Kosten, noch in der Behandlung. Das macht keinen Sinn. Ich freue mich, dass diese jetzige Generation, für die wir verantwortlich sind, diese Offenheit haben, diese Fächer zusammenzuführen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da auf einem guten Weg sind, nachdem wir auch so eine hohe Anmeldezahl für den allerersten Kurs dieser Art bereits haben. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit durch diesen kurzen Ausflug im Bereich der Traumatologie, der Orthopädie, und freue mich, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank.